Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich befinde mich hier in Langbrewin. Das ist im Kanton Neuenburg im Jura. Heute ist da in Langbrewin minus 2 Grad. Das ist relativ warm. Wir haben den 12. Januar 1987, wurde hier minus 41,8 Grad gemeldet. Kirche. Schönes Dorfzentrum. Ja, ihr habt richtig gehört. 41,8 Grad Celsius an einer offiziellen Messstation da in der Schweiz. Das war die kälteste Temperatur, die jemals in der Schweiz gemessen wurde. Hier vorne ist es noch angeschrieben. Es wird auch Sibirien der Schweiz genannt. Nochmals einen Blick auf Langbrewin. Heute muss gerade warm sein. Wenn ich da denke, dass heute nur minus 2 Grad, damals über 40. Wow! So, ich möchte euch noch sagen, wo es heute hingeht. Mein Weg führt jetzt zuerst ein bisschen bergauf, geht dann zu einem See. Und dieser See ist eigentlich der Ursprung von der Areuse. Aber vom Fluss sehe ich heute noch nichts, weil der See hat einen unterirdischen Abfluss. Das heißt also, dass die Areuse etliche Kilometer von hier erst zutage, also aus dem Berg rauskommt. Das ist eine sogenannte Karstquelle. Gut, ich wünsche gute Unterhaltung bei dieser Wanderung.
Von da vorne bin ich jetzt gekommen. Da hier unten in diesem Tal ist dann der See. Und zwar muss ich da noch ein wenig aufsteigen. Und zwar hier geht es hoch. Übrigens, warum kann es hier so kalt werden? Es hat ganz einen einfachen Grund. Da unten, das ist ein geschlossenes Tal. Und in diesem Tal, weil das keinen Ausgang hat, kann sich ein sogenannter Kalksee bilden. Aus diesem Grunde können hier die Temperaturen so weit absinken. Das ist der Grund, warum das da hier auch Sibirien der Schweiz genannt wird. Nach einem kurzen Abstieg habe ich jetzt den See erreicht. Also der Ursprung von der Areuse kommt hier aus diesem See, hat da einen unterirdischen Abfluss. Schöne Gegend. Übrigens hier drüben auf diesem Hügelzug oben geht die Grenze durch diese Seite hier Schweiz und auf der anderen Seite wieder Frankreich. Schön, aber kalt. Bin dann wieder froh, wenn ich den See verlassen kann und wieder ins ein bisschen auf die Berge hochkomme. Weil da unten, da ist es jetzt wirklich kalt. So, noch mal einen Blick nach oben. Das ist schön da. Da gefällt es mir. Es ist schön, aber eisig kalt. Und das nur bei minus 2 Grad. Wenn ich jetzt doch denke, dass der Mars über 40 war, wow, da würde man ja fast erfrieren. So, da bin ich jetzt ganz wieder am See unten und da habe ich eine interessante Stelle. Und zwar hier ist der Ausfluss aus dem See und da verschwindet der Bach ganz. Also hier dieser Ort, wo eigentlich die Areuse entsteht. Und von hier fließt der ganze Bach, alles unterirdisch. Da kein Wasser mehr, nichts. So, jetzt geht es dann noch ein bisschen im See entlang, bevor ich dann hier das Tal wieder verlassen werde. So, nochmal eine Rundumsicht vom See. Übrigens, dieser See gefriert oft im Winter, weil es hier so kalt ist. Oh, das ist kalt auch heute wieder. Wow. An dieser Stelle hier werde ich jetzt den See verlassen. Jetzt geht es Richtung Motier über den Jura
Hügel. Es ist ein bisschen eine Berg- und Talwanderung. Aber ich glaube, das wird eine schöne Sache. Da übrigens noch auf einem speziellen Wanderweg. Ist hier oben angeschrieben. Schön. Den grünen Kennzeichen. Ja. Und hier haben wir noch einen Plan. Jetzt befinde ich mich an dieser Stelle hier oben. Hier. Und jetzt geht meine Wanderung hier über diese Jurakette hier nach Motier. So, das ist ein bisschen eine Beschreibung. So, jetzt geht es diesen Weg hier hoch an die Sonne. Ich hoffe, dass es dann da oben ein bisschen wärmer ist als hier unten am See. Da oben ist es eindeutig wärmer. Wenn man die Zwischenebene erreicht, und da sieht man noch den See. Geht es hier hoch. Von da unten komme ich jetzt hoch. Schöner Wald hier. Ist angenehm zum Gehen. Und da geht der Weg weiter. Ganz leichter Anstieg. Ein bisschen Schnee. Aber da ist jetzt wirklich sehr angenehm für mich. Ganz eine schöne Waldlichtung. Wahrscheinlich hat es diese Woche dann noch neue Schnee gegeben. Aber ich kann trotzdem sehr gut da gehen. Das ist sehr schön und zum Teil ist es fast windstill. Nicht so wie am See unten. Die erste Jurahöhe habe ich erreicht. Da unten in diesem Tal wäre der See gewesen. Und ganz am Horizont geht die Grenze durch. So, jetzt muss ich hier hinten durch diesen Hügelzug. Und dann geht es wieder ins nächste Tal runter. Eine schöne Wanderstrecke. Jetzt ist es ziemlich lange immer ein bisschen bergauf gegangen. Wird aber zu, wird dann aber auch wieder runtergehen und wieder nach oben. Aber es ist auch schön. Sehr gut zum Gehen. So macht Wandern Spaß. Auch bei mir geht es ein bisschen besser. Aber ein bisschen die Kraft fehlt einfach noch. Sogar noch im Wald. Jetzt sah diese Mäuerchen Abgrenzungen. Interessant. Da hier. Ja, da drüben voll mit Steinen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dieser Chassero, wo ich letzte Woche oben war, ist. Das könnte sein. Da wieder auf so einer Ebene oben. Großer Bauernhof.
auf immer noch über 1000 Meter über Meer. Ich glaube sogar 1100 und etwas. Es ist einfach schön da im Jura oben. Diese einzelnen Baumgruppen. Die Mauern, die hier die Weiden abgrenzen. Wäre natürlich jetzt noch schöner, wenn noch die Kühe da wären. Aber das ist jetzt noch zu früh. Aussicht, die man von hier oben hat, das ist so schön. Und da hier, das ist wirklich der Le Chasseur, auf dem ich bei meiner letzten Wanderung war. Eine riesige Ebene da oben. Noch ein paar Apfelglocken. Und da hier vorne, durch diesen Wald, so noch bin ich jetzt gekommen. Umsicht. Da auch ziemlich weit. Und jetzt da hier, schaut mal. Diese Osterglocken oder Apfelglocken oder wie gesagt. Alles voll. So schön noch am Blühen. Gehen wir mal näher ran. Ah, ist einfach schön. Oh, ist schön da. So viele. Da der Jura ist bekannt. An manchen Stellen so viele Osterglocken. Zum Teil noch etliches mehr als hier. Schön. An diesem Punkt befinde ich mich auf der höchsten Stelle von der heutigen Tour auf 1212 Meter über Meer. Blick zum Le Chasseur. Die erste Jura Hügelzugkette. Dahinter wäre der Neuenburger See. Da hoch über die weite Ebene vom Jura. Und hier kommt der große Wald, den ich durchquert habe. Und dahinter ist schon ein Wald, wahrscheinlich von Frankreich, der in Frankreich liegt. Und da unten ist noch ein Dorf. Hier unten, da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde es dann noch hinschreiben. Wahrscheinlich auch schon in Frankreich. Übrigens, diesen Weg, den ich hier gehe, ist eine ganz bekannte Route von früher her. Hier wurde von Frankreich in die Schweiz rein Salz transportiert. Alles zu Fuß. Etwas über 33 Kilometer. Könnt ihr das vorstellen, das Gewicht, das diese wahrscheinlich hauptsächlich Männer hier tragen mussten über diese Juraketten da. Das war sicher ziemlich streng. Ah, oh, schön da hier hoch. He? Weiter Blick. So, jetzt habe ich mit dem Abstieg begonnen. Das ist ein Wirtschaftsweg.
es Richtung Mottier runter. Schöner Weg. Besser auf jeden Fall als das Teer oder sogar Beton. Das habe ich gar nicht gerne. Aber dieser hier, der ist gut. Jetzt auf einem wieder Hochplateau, so wie es wahrscheinlich etliche einfach gibt. Und diese Berg da vorne, da, das könnte die Rückseite vom Creux du Vent sein. Dort dahinter wäre eine riesige Felswand. Ein sehr beliebter Aussichtspunkt auch. Zum Wandern sehr beliebt. So, von hier an beginnt jetzt dann der steile Abstieg. Ganz ins Tal runter. Aber ich glaube, für mich sollte das kein Problem sein. Ich habe dann noch was ganz Wichtiges vergessen zu sagen. Beim höchsten Punkt oben, nicht so weit von dort weg, gibt es eine Eishöhle. Ihr habt richtig gehört, eine Eishöhle. Diese Eishöhle ist in einer Doline unten. Dolinen sind so eine Art Löcher in den Boden rein. Und durch diese Konstellation ist es in dieser Höhle immer kühl. Und so kann sich Eis bilden. Auch in den wärmsten Sommern hat es dort drin Eis. Ich habe das auch erst vor kurzem gelesen. Ich habe das auch nicht gewusst, dass das so ist. Und das zuerst hatte ich gedacht, das sei doch ein Witz. Aber ich habe dann Bilder gefunden im Internet und das hat sich wirklich bestätigt, dass in dieser Höhle Eis drin ist. Ich gebe unten dann noch den Namen hin von der Höhle. Ich musste gerade feststellen, dass zum Teil die Wegmarkierungen fehlen. Das ist nicht so praktisch. Und wenn ich dann noch am Sprechen bin und mich nicht so gut achte, verlaufe ich mich ein wenig. Aber es ist nicht schlimm. Ich habe ja den Weg jetzt wieder sofort gefunden. Aber es ist ein bisschen mühsam, wenn so Signalisationen einfach fehlen. Hat es doch auch noch ein wenig Schnee. Ganz, ganz wenig. So, jetzt geht mein Weg hier runter. Das ist ein interessanter Abstieg. Da bin ich froh, dass ich diese Steine nicht auch noch in den Rucksack nehmen muss. Jetzt ist der Weg doch ein bisschen steiler geworden. So ein bisschen aufpassen mit dem Tanzapfel, wenn ich ausrutscht auf diesen. Und da haben sie mir noch eine Hand in die Quere gelegt.
Jetzt habe ich die Straße erreicht, wo ich heute Morgen mit dem Postbus, oder wie man hier sagt in der Schweiz, mit dem Postauto hochgefahren bin. An meinen Startort. So, jetzt geht es hier weiter. Schönes Tal da. Ganz schön. Gefällt mir. Also, nächster Jurazug. Das Dorf Mottier. Da übrigens auf der anderen Seite hier ist auch noch eine ganz schöne Schlucht. Die wollte ich eigentlich schon das letzte Mal machen, aber weil die noch bis Ende April gesperrt ist, konnte ich das noch nicht durchqueren, diese Schlucht. Und das werde ich dann nächsten Monat irgendwann mal machen. Vorne ist die Kirche. In diesem Berg bin ich jetzt runtergekommen. Und von da hinten kommt jetzt die Areus nach vorne, dieses Tal. Da hier oben, da, hier sieht man ja auch noch das Hotel, wo ich auch schon durch gekommen bin. Da hinten, das dort ist Vörje. Und hier unten haben wir jetzt die Areus. Diesen Bach, wo aus dem See kommt, wo ich heute Morgen entlang nach gewandert bin. Dieser Fluss. Da fließt jetzt die Areus weiter. Ein doch schon ziemlich tiefer Fluss, dass er noch nicht länger ist. So. Erreicht. Schön so das Dorf. Und da hinten ist der Bahnhof. So, ich danke für Zuschauen. Ganz eine schöne Tour. Mit sehr viel Naturweg. Es war wirklich sehr interessant heute. Der Anfang vom See entlang. Sonst da hatte ich nicht so viel Highlights. Das macht auch nichts.